Ich habe eben schon ein Video privat geguckt, weil es zu lang war für ungeklickt. Und zwar habe ich mir das Video angeguckt, das kann ich euch kurz einmal zeigen, von Mrs. Vlog. Mrs. Vlog testet verschiedene Influencer-Produkte. Das habe ich mir aber, ich habe gerade 34 Minuten schaffen, wenn ich im ungeklickt, das ist zu lang. Deswegen habe ich es einfach privat angeguckt. Und da hat sie nämlich auch mein Produkt getestet. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ihr darüber denkt, kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Aber ich kenne das Video schon. Ich habe ein Herz dagelassen und so ein Smiley. Ich zeige euch einmal kurz, was Kelly über unsere Gewürzmischung denkt. Denkt ihr, sie mag sie oder denkt ihr, sie sagt ekelhaft? Was denkt ihr, mag sie es oder mag sie es nicht? Oh oh. Leute, wer wäre besser geeignet für diese ehrenvolle Aufgabe als ich? Es ist eigentlich mittlerweile schon fast gang und gäbe, dass jeder Influencer seine eigene Marke kreiert, ob es Fashion ist, ob es Food ist. Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sachen. Get on my level, Alge von Knossi. Ich will einmal kurz gucken, was sie zu Alge sagt. Weiß nicht. Weil ich habe ja auch Alge hier, aber ich habe es noch nie probiert. Ich habe irgendwie Bock, jetzt zu probieren, aber ich kann jetzt nicht einfach Alkohol trinken, das wäre asozial. Mann, ich habe einen ganzen Karton Alge hier. An dieser Stelle ganz, ganz groß Dankeschön an Knossi, dass du mir die Alge geschickt hast. Wirklich, ich bin da wirklich dankbar. Ich hätte sie gerne mal probiert, aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Wenn es alkoholfrei wäre, hätte ich schon längst getrunken. Aber Alkohol ist immer so eine Überwindung, finde ich. Jetzt habe ich auf jeden Fall Alkohol geschmeckt. Es schmeckt halt ein bisschen wie, als würde man an so, ich kenne die im Supermarkt verkaufen, die immer so Limettenessenz, als würde man irgendwie daraus trinken und es ist so ein bisschen mit Wasser verdünnt, dass es nicht so krass ballert. Also ist okay, ist irgendwie fun, sich das mal zu holen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es das geben wird, ob das irgendwie limited ist. Also sie ist nicht so überzeugt. Ach komm, ich probiere es jetzt. Wann soll ich es denn mal probieren? Okay Leute, ich muss ganz kurz wichtig sagen, ja? Mann, wir haben den Stream gerade angefangen und ich ziehe mir jetzt Alkohol rein, das ist asozial, ne? Aber ich mache jetzt einfach. Okay Leute, ganz wichtig, okay? Das ist keine Werbung. Also ich habe es geschenkt bekommen, deswegen irgendwo ist es vielleicht schon Werbung, aber bitte, wenn ihr nicht 18 seid, bitte trinkt keinen Alkohol, ja? Ich probiere es jetzt. Ich will es einfach probieren. Ich bin nicht so der Fan von Alkohol, aber ich will diesen Geschmack endlich mal probieren. Okay. Ich hole jetzt eine Flasche. So. Jetzt muss ich es auch mal probieren. Wenn Kelly hier einfach Influencer-Produkte testet, dann muss ich es auch mal probieren. Also sie sagt, sie ist nicht so überzeugt. Ich habe hier auch eine Flasche, okay? Das Problem ist, es ist nicht gekühlt, weil wir haben es nicht im Kühlschrank, sondern im Schrank stehen. Also jetzt einfach Farbstoff ist hier auf jeden Fall drin. Und hier steht 100% Algenfarbstoffe. Ah, okay, das ist Algenfarbstoff, also keine künstlichen Farbstoffe oder so. Aha, aha. Ich lese kurz den Text einmal. Der wahre König hat zu uns gesprochen. Warum eigentlich Obst? Ich brauche meinen Algenschnaps und ich bin zu laut. Seid ihr zu schwach? Denn mein Chat hat gesprochen. Eins in den Chat, eins in den Chat. Zu Befehl, König Knossi. Oh, um Gottes Willen. Also der Text, der draufsteht, ist ein bisschen cringe, aber alles klar, wir gehen rein. Viele Leute haben doch geschrieben, wenn man hier unten drauf drückt, dann leuchtet die Flasche. Das teste ich jetzt auch mal aus. Ich mache einmal ganz kurz die Lichter aus. Jetzt drücke ich mal auf diese Flasche drauf. Oh, okay. Ah, okay, guck mal. Du kannst damit an die Wand so Disco-Lichter machen. Seht ihr das? Ich kann damit an die Wand so Disco-Lichter machen. Ist eine coole, also wenn man damit auf einer Party ist, ist es bestimmt eine coole Sache. Das macht so ein bisschen so einen kleinen Party-Gag. Ja, okay, ist cool. Ich kann es langsamer leuchten lassen und ich kann es komplett leuchten lassen und ausmachen. Ich lasse mal komplett an, das ist irgendwie stylisch. Okay, ich habe es mal aufgemacht. Ja, es riecht sehr nach so ein bisschen nach so einem. Ja, es riecht einfach sehr limettisch. Es riecht wirklich überhaupt nicht Alkohol. Okay. Ja, dann probiere ich mal. Okay, Knossi. Ich wollte es eigentlich zu Silvester schon mal probieren, aber ich habe da irgendwie keinen Bock gehabt. Ich war auf jeden Fall schon ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Es ist nicht, also ich finde, es schmeckt nicht so stark nach Alkohol, was eher was Positives ist. Es hat aber 15%, also ist auch gar nicht mal so wenig. Das knallt schon rein. Aber ich finde, also Kelly hat ja jetzt gesagt, sie findet, das haut sie jetzt nicht so um, aber ich glaube, sie ist auch viel mehr drin in dieser Alkoholszene. Ich kenne mich mit Alkohol gar nicht aus, also ich weiß nicht, wie irgendein Whisky schmeckt, ich weiß nicht, wie ein Schnaps schmeckt oder so, ich kenne mich damit nicht aus. Deswegen, sie ist, glaube ich, eher eine Alkoholfeinschmeckerin. Aber ich muss sagen, ich finde es vom Geschmack her tatsächlich ganz lecker. Also wenn ihr 18 seid, wenn ihr über 18 seid und gerne mal den Alkohol von Knossi probieren wollt, meiner Meinung nach ist es, also ich finde es nicht eklig, ich find's lecker tatsächlich. Ich glaube aber, viel könnte ich davon nicht trinken, es hat nämlich, hat so einen säuerlichen Geschmack.
Also ich glaube, so für so ein Shotglas ist das cool, aber ist jetzt kein ist jetzt nicht so ein Genießeralkohol, ist eher so ein Partyalkohol, würde ich schon sagen. Ja, aber ist tatsächlich ganz lecker. Schmeckt sehr limettig. So, ich höre jetzt mal auf zu trinken. Na komm, ich trinke leer. Jetzt bin ich besoffen, let's go. Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es offen. Jetzt muss es auch aufgebraucht werden. Jetzt trinke ich erstmal Wasser. Was schreibt hier? Oh nein, wieder nur am Saufen. Pack die Flasche weg. Da kommt Manu in den Chat. Ich muss sagen, Kelly hat mich jetzt neugierig gemacht. Ich hab das jetzt seit über einem halben Jahr, habe ich das zu Hause stehen. Hab noch keinen Schluck davon getrunken. Kelly hat mich jetzt neugierig gemacht. Ich finde, ihr Urteil war ein bisschen zu hart, meiner Meinung nach. Weil ich finde das eigentlich ganz lecker. Ne? Sag ich mal so, wie es ist. Saufi, Saufi. Oh Gott, ich merke schon. Ich bin besoffen, es wird ein Drunk-Stream. Schalalala. Schalalalala. Ich stehe an der Bar. Ey, was sehe ich da? Let's go, saufen. Okay, schauen wir mal, was Kelly zu unserem Essen sagt. Wir bleiben weiter bei Lebensmitteln. Ich würde sagen, jetzt ist die One-Pot. Die ist auf jeden Fall gesünder als Alkohol. Asia Reis. Pfanne und Unge dran. Es sieht lecker aus. Finde ich es komisch, dass Unge auf einer Asia-Reispfanne drauf ist. Hä? Was soll das denn bedeuten? Ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so verwirrend. Ist okay. Von Unge steht da jetzt irgendwie kein Zitat drauf oder so. Das fand ich eigentlich ganz cute. Er hält irgendwie nur so ein bisschen sein Gesicht hin und sein Logo. Hä? Wir haben die komplett selber entworfen, die Gewürzmischung. Kelly, wir wollten das so ein bisschen zurückhaltender gestalten, dass ich nicht irgendwie so, dass es dann nicht nur irgendwas über mich drüber steht, sondern es soll ja auch für Kunden ansprechend sein, die mich nicht kennen. Wenn jetzt irgendeine Mama oder irgendeine Oma in den Supermarkt geht, die mal Lust hat auf eine Asia-Pfanne und die mich nicht kennt, soll die trotzdem mal probieren. Das ist die Idee dahinter auch. Obwohl ich finde, mit der Zeichnung haben sie ihn nicht ganz so gut getroffen. Das bin ich nicht. Das ist mein Zwillingsbruder. Auf diesem kleinen Bild im Hintergrund sieht er so ein bisschen wehleidig aus. Irgendwie so, ich bin im Dschungel. Ja, gut, was ist da dran? Sieht so ein Helden. Ich gucke immer süß wie eine kleine Maus. Meersalz, Zwiebelraspeln, Knoblauchraspeln, Paprika, Ingwer. Alles, was man so ein bisschen in so einer typischen Asia-Pfanne haben möchte halt. Entdecke deine Freude am Kochen, ja. Dings. Scheiße, Leute, ich merke, wie ich komplett betrunken bin. Ich habe einen kleinen Schluck getrunken. Ich kann nicht mehr. Bin komplett betrunken. Komplett besoffen. Freue mich schon drauf. Hallo. Willkommen in Kellys Kitchen. Welcome back. Ich habe hier mal was vorbereitet. Die Paprikas und die Möhren und die Lauchzwiebeln werden etwas geschnitten. Dann können wir auch schon den Herd anmachen. Ich glaube, das geht ziemlich schnell, weil man den ungekochten Reis einfach in die Pfanne hauen kann. Und ich wusste das nicht. Und das hat mich die Reispackung, die Asia-Reispfanne von Unge, von Just Spices Unge, warum habe ich das so komisch gesagt, gelehrt. Sehr gut, sie hat schon was Neues gelernt. Siko, siehst du, das ist doch schon mal gut, dass sie heute was Neues dazu gelernt hat durch mich. Oh hey, es fängt schon an zu bitzeln. Damit alle sehen, dass ich das auch selber koche, ja? Ja. Für die Nina und für mich, ne? Machen wir ein schönes hier Gerichtchen. Aber hier steht gar nicht, wann man diese Packung dazu mischen soll. Ach doch. Natürlich steht es da. Geil, wenn es alles im Topf ist, muss man es nur noch 15 Minuten köcheln lassen. Und dann ist es fertig. Das ist ein mega leichtes Gericht. Das gefällt mir richtig gut. Sehr gut, Kelly. Das gefällt mir auch gut. Kelly, Ehre. Das gefällt ihr. Sie mag das Gericht, das ist leichtes. Das ist wirklich auch ein sehr leichtes Gericht. Das ist sehr leicht und einfach und lecker. Jede Minute, die ich nicht in der Küche verbringen muss, ist einfach geil für mich. Weil man soll den einfach so jetzt auch eine Minute mit anbraten, was absolut crazy ist in meinem Kopf. Also stehe ich irgendwie auch einfach nicht, aber anscheinend geht das. Er ignoriert, dass es ein bisschen angeguckelt ist. Ihr habt nichts gesehen. Keiner sieht dieses Möhrchen. Minütchen, lassen wir das anbraten. Bisschen Sojasauce, bisschen Water. Hui! Kurz aufkochen lassen. Jetzt kommt der Moment. Mashallah, was ist das für eine geile Gewürzmischung. Darf ich die auch mal probieren? Frisur abgerissen. So, das lässt man kurz aufkochen. Ab geht die Post hier. So, das kocht und jetzt können wir das bei mittlerer Hitze.
Alter, es knallt übelst das Zeug. Ich trinke nie wieder Alkohol. Ich habe einen Kater. 15 Minuten kochen lassen. Oder? Ey, müsst ihr auch mal 10 Mal auf die Packung noch mal gucken? Ich habe das schon 20 Mal gelesen, aber ich bin mir immer noch unsicher. 3 Minuten vor Ende der Kochzeit die tiefgefrorenen Erbsen noch reinballern. Ja, genau so steht das da, ballern. Ich finde das auch geil, wenn man Erbsen reinballert. Sieht auf jeden Fall original wie auf der Packung aus. Wegen meinen Kochkünsten. Eine geile Nummer hier. Das ist die geilste Preisfalle. Die hier stattfindet. Sehr schnell und sehr gesund. Das freut mich absolut. Yum, yum, yum. Fertig serviert. Lecker Snack. Wow. Ich finde, es sieht sehr, sehr lecker aus. Geil. Boah, ich könnte jetzt, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich noch ein Glas davon trinken würde, ich wäre weg. Ich merke das, wie das in meinem Kopf schon zieht, Alter. Nee, deswegen trinke ich auch keinen Alkohol. Ach Leute, ihr habt mich dazu überredet. Das war der Gruppenzwang. Gleich rauche ich mir noch eine. Oh Leute, ich bin für Alkohol nicht gemacht. Ich fange schon an zu lallen. Ey, ich habe so ein kleines Gläschen getrunken. Das wird schwierig. Okay, Taste Test. Riecht nach Reis mit Gemüse. Das ist schon mal sehr gut. Hör auf, Chat, hör auf. Ich will jetzt wissen, was Kelly sagt. Ich weiß schon, was Kelly sagt. Diesen Ausschnitt habe ich schon gesehen, weil ich neugierig war. Ich dachte eigentlich, wir gucken es im Stream. Ich weiß, will es doch gucken mit euch, weil ich das gerne mit euch teilen möchte. Mmh, sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Geht super schnell, ist super würzig. Sehr lecker. Dafür, dass wir wirklich nichts anderes reingemacht haben, außer ein bisschen Sojasauce und diese Gewürzmischung. Das ist sehr lecker. Ich würde sagen, Nina kann auch ihr Urteil dazu abgeben. Lecker? Heiß, ja, aber mega lecker. Wirklich richtig lecker. Hast du sehr gut gekocht. Danke. Lecker. Ehre. Ehre, freut mich, dass es denen schmeckt. Das freut mich. Wenn ihr noch mehr Testprodukte sehen wollt, Kelly testet noch viel mehr Sachen. Zum Beispiel testet sie Samyong. Ich weiß nicht, was es ist. Peso, kenne ich. Get on my level, Merch. Alge hat sich schon getestet. Unges Reisfall und noch so andere Sachen. Ja? Also wenn ihr noch mehr Influencer-Produkte sehen wollt, bei Kelly findet ihr sie. Schaut bei Kelly vorbei, lasst Grüße da, lasst Küsse da, lasst ganz viel Liebe da. Leute, ich sage euch eine Sache. Alkohol schön und gut, aber kennt euer Limit. Ich bin jetzt hier zum Arbeiten, okay? Ich bin ein Business-Entrepreneur. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin hier und hustle gerade rein. Ich mache hier gerade Business, okay? Ich werde jetzt noch mit euch Ungeklickt machen, danach Among Us und dann neun andere Streamer verlassen sich darauf, dass ich professionell bin und dass ich heute alles gebe und abliefer. Ich kann jetzt nicht weiter trinken, denn ich kenne mein Limit. Ich kenne mein Limit, okay? Kennt euer Limit, ganz wichtig. Oh.